Okay, wir sind nämlich mega der Baumeister. Wir können einfach alles machen. Und deswegen reparieren wir jetzt hier auch einfach mal die Ziegel. Ich wollte schon sagen, das ist doch nicht heile. Ja, irgendwann kann man das, wie gesagt, halt, also irgendwann theoretisch könnte man es jetzt auch schon mit anderen Baumaterialien verbessern. Man könnte zum Beispiel aus den Holztüren hier Metalltüren machen. Finde ich jetzt aber nicht so schön. Ich würde die Holztüren gerne behalten und dann lieber mal später schauen, ob wir uns irgendwie ein hochwertigeres Holz oder so leisten können. Genau. Wichtig wird das, glaube ich, für das Haus. Wenn wir uns das gleich angucken, werdet ihr auch verstehen, warum. Es ist nämlich wirklich unfassbar hässlich. Also die Tapeten und die Einrichtung, das ist einfach. Man sieht dem Haus den Alte-Leute-Geruch quasi an. Ist aber, die habe ich noch gar nicht aufgemacht. Ich bin übrigens etwas penibel. Ich musste mal hier alle Türen zumachen, nachdem ich sie geöffnet habe. Hallo, kann ich das hier? Danke. Leicht Betonziegel. Klar, easy. Können wir alles mal eben so machen. Und zack, machen wir die Tür auch noch. Und hier natürlich auch. Und im gleichen hier Handzug machen wir auch die Leicht Betonziegel. Ziegel. Schwieriges Wort. Ich sag's euch. Das haben wir auch. Hier noch irgendwas? Nee. So, dann hier. Ich frag mich, wie lange der Opa in diesem Zustand gelebt hat. Also ja, die obere Etage hat er nicht fertig gebaut. Das heißt, die ist nicht heruntergekommen, sondern die ist einfach nicht fertig gebaut worden. Aber ich meine, alles andere hier auf dem Hof ist ja schon kaputt gegangen. Und wie lange der in diesem Zustand so gelebt haben muss. Ich will es mir nicht ausmalen, Freunde. Ich möchte es mir einfach nicht ausmalen. Hier drin sieht aber soweit alles gut aus. Dann gehen wir mal nach oben und machen hier das Dach. Mit den billigsten alten Holzdielen, die ich irgendwo gefunden habe. Oh, hoppala. Aber es erfüllt erstmal seinen Zweck. Ach, ich mag solche Spiele. Das ist einfach entspannt. Ich hoffe für euch natürlich auch. Ich weiß auch noch gar nicht, wie lange ich die Folgen mache. Ich werde hinterher, wenn ich irgendwie jetzt beim dritten oder vierten Feld bin, wahrscheinlich die Videos auch einfach schneiden, damit ihr euch nicht jedes Mal 3 Folgen lang angucken müsst, wie ich kläglich versuche, so ein Feld zu ernten. Das tut mir nämlich selbst teilweise in den Augen weh. Aber jetzt so für den Anfang, wo alles noch neu und aufregend ist, da lasse ich natürlich alles drin. Was ist das hier eigentlich? Was ist das? Es sieht aus wie, ich sag's jetzt nicht. Es sieht aus wie ganz viel, was nicht hier hingehört, auf jeden Fall. So viel sei gesagt. Falls es ein bisschen heilt, also ich habe ja sowieso nicht das beste Mikrofon, aber falls es allgemein irgendwie heilt oder so, tut es mir sehr leid, ich habe meinen Plopschutz nicht gefunden, der das Ganze aber so ein bisschen schöner klingen lässt. Ich bin nämlich umgezogen. Das ist jetzt zwar schon fast 2 Monate her, aber ich habe ja seitdem keine Let's Plays mehr aufgenommen. Und ich habe gerade alles abgesucht, aber ich habe es einfach nicht gefunden. Und deswegen müssen wir uns jetzt damit leider zurechtfinden, damit klarkommen, ihr wisst schon. Und da fangen die Aussetzer wieder an, man kennt's. So, das hier muss ich noch machen und dann habe ich es dann fertig. Nein? Ach so, hier ist noch. Nicht? Ach so. Hä? Ich dachte, ich hätte hier alles gemacht. Na gut. So, jetzt haben wir das zweite Gebäude schon fertig. Der ist doch mega nice. Flup, 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 flup. So. Mache ich alles wieder zu. Ja, das stört mich jetzt irgendwie hier zu. Unser Haus ist einfach eine absolute Katastrophe.
Sieht auch immer noch kaputt aus, ne? Okay, wir haben die Scheune noch. Den Kuhstall, den Hühnerstall und unser Haus. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal hier mit dem Hühnerstall an. Einfach weil der so schön klein ist und dann haben wir so eine Sache schon wieder weg. Wir haben ja auch eigentlich noch recht früh, 12 Uhr, ne? Ich würde schon sagen, wir schaffen es bestimmt heute alles zu reparieren. Also keine Sorge, dass das Let's Play jetzt irgendwie nur aus sowas hier besteht. Ich werde jetzt hinterher, wenn wir ein bisschen weiter sind und das alles quasi irgendwie schon mal gesehen haben, selbstverständlich, ja, schneiden. Das hier konnte ich, ja genau, das konnte ich auch reparieren. Was ich noch googeln wollte, war, ob man Hühner hier selber züchten kann. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es nicht geht. Aber ich habe keine Ahnung wie. Deswegen, da wollte ich mich noch informieren. So. Ah, das müssen wir hier auch noch reparieren. Zack, zack. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? Aber wenn ich solche Let's Plays gucke, also solche Spiele hier. Also ich muss ja sowieso immer sagen, ich gucke Let's Plays nicht in erster Linie wegen der Spiele, sondern viel eigentlich wegen der Leute, die es spielen. Und wenn dann halt so ein Spiel wie sowas hier kommt, was ich sowieso feiere, und dann halt auch noch von Leuten, die ich gerne gucke und mag, dann liebe ich das eigentlich, wenn das hier so random Zeug ist. Also was heißt random Zeug, aber wenn es dann halt auch so langes ist, wisst ihr, was ich meine, wo man dann halt einfach so bauen muss. Da höre ich dann und gucke ich dann eigentlich gerne zu, weil ich sowas immer so ultra entspannt finde. Und dabei auch einfach immer so gut einschlafen kann. Ich liebe das einfach. So, das hier ist auch kaputt. Ach ja, da sieht man es ja. Also da kann ja theoretisch ein schlankes Huhn durch. Das heißt, wir dürfen uns nur fette Hühner holen. Und so, hier haben wir auch noch ein kaputtes. Und hier auch noch. Ah, okay, super. Der Hühnerstall ist auch schon fertig. Wir haben nur 494 Euro. Ist das eher schlecht. So, jetzt haben wir noch das Haus, die Scheune und den Kuhstall. Ich würde sagen, wir fangen mal hier mit dem Haus an, dass wir das wenigstens schon mal fertig haben und da wirklich mit gutem Gewissen heute Abend schlafen können. Den alten Betonputz reparieren wir natürlich auch. Kann ich den Boden hier eigentlich auch? Ah, die Treppen kann ich machen. Na gut. Das sieht aus wie so ein Anbau, ne? So ein bisschen. Aber ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war der ganze Boden hier kaputt, also der ganze Betonboden. Ach, ich erinnere mich leider recht. Aber gut. So, hier? Oder ist das? Ne, das hat gepasst, okay. So, dann das hier noch. Eigentlich schon cool, so ein Erbe zu haben. Also, nicht was zu erben, die Sache an sich ist, glaube ich, echt scheiße. Aber wenn man sowas hier erbt, so ein geiles Grundstück mit Hof. Ich weiß ja nicht, ob das Landleben was für mich wäre. Wahrscheinlich eher nicht, ich bin so ein Großstadtkind. Aber, weiß nicht, manchmal finde ich die Vorstellung auch schön, auf so einem Hof zu sein. Und Tierchen großziehen. Und so von den eigenen Eiern, die die Hühner legen, zu leben und Milch selber zu melken, so ein paar Tierchen zu haben. Ach ja. Aber jetzt habe ich bei den anderen Seiten gar nicht auf die Ziegel geachtet, nur auf den Beton. Ach, hier sind wir. Okay, das hier noch.
die Seite hier auch noch. Ja, das hier sowieso noch. Ich glaube, dann haben wir jetzt gleich den Betonputz erledigt. Ja, ja, ah, das sieht auch gut aus. Gucke ich jetzt noch einmal hier außenrum die Wände an. Kann ich das hier? Also bitte. Wenn ich hier schon alles neu mache, dann kann ich auch die rostigen Rohre mal frisch machen. Na gut, aber hier scheint soweit alles in Ordnung zu sein. Dann gucken wir uns das Grauen mal an. Boah, diese Tapete. Ne, Licht lasse ich mal lieber aus. Aber ich kann hier anfangen, den Boden zu machen. Es ist echt furchtbar hässlich. Achso, ach ja, also die Tapeten, die Wände macht er nicht neu, nur wenn da irgendwas kaputt ist. Hier ist unsere wunderschöne moderne Küche. Wie ihr seht. Boah, Opa hat auch noch Essen da gelassen. Pfui Deibel, sage ich da nur. Pfui Deibel. So, das kann ich reparieren. Hier geht es in den Keller. Hier ist, glaube ich, auch so ein bisschen Vorratskammer. Also hier ist halt so voll viel Stuff, aber ich kann hier auch nicht so... Ach doch, Enter, Vorratskammer. Oh, wer weiß, wie lange das schon hier drin ist. Also jetzt mal wirklich... Ach nice, guck mal, habe ich letztes Mal, als ich gespielt habe, gar nicht gesehen. Ja, wieder was Neues gelernt, ne? Was mit der Tür? Ja, cool, dann weiß ich, dass ich da auch noch ein bisschen Essen habe. Aber wir müssen ja aufpassen, dass die Mäuse da nicht rangehen. Was ist das? So ein Gästezimmer? Mäßig. Mit Bad. Ah, ach, guck mal, hier können wir auch noch... Ah, da oben war noch kaputt, okay. Ja, das scheint irgendwie so... Wobei das ja eigentlich eher aussieht wie so ein Master Bedroom mit dem Badezimmer direkt daran. So, dann mache ich hier den Boden auch nochmal eben. Guck mal, haben wir gleich schon das ganze Haus. Alles hier an einem Tag repariert. Was war hier gerade? Da stand doch irgendwas, oder? Keine Ahnung. Hier an einem, ich wollte sagen, an einem Tag schon alles repariert, was der Opa in seinen letzten Jahren nicht mehr hinbekommen hat. Hätte er uns doch mal eher gefragt, ne? Wir hätten dem ja auch so geholfen. Ja, hier, okay, die Wand noch. Dann gehen wir mal nach oben. Schauen uns das Grauen auf der zweiten Etage an. So, das hier auch noch. Ah, da oben war ein Loch. Hier geht es zum Dachboden, das gucke ich mir gleich an. Ich finde diese Ingenieursansicht echt praktisch. Habe ich schon oft gebraucht. Was haben wir hier? Ach ja, hier ist das Wohnzimmer. Leider kann man hier keinen Fernseher gucken. Also, manchmal kann man sowas ja einschalten. Das geht leider nicht. In die Schränke und so kann ich leider auch nicht gucken. Achso, hier ist unser Schlafzimmer. Da können wir dann tatsächlich drin schlafen. Das einzig gemachte Bett hier oder bezogene Bett mit einem schönen Balkon. Finde ich wirklich sehr hübsch. Und wir sehen, das Dach ist halt noch echt kaputt. Aber dafür gehen wir jetzt einfach mal auf den Dachboden. Der echt freundlich aussieht. Ach ja, es gibt ja Schatztruhen. Was ich alles vergesse, ne? Was ist das? Ein Parfümflakon. Interessant. Ja, ich finde ja, Dachböden sind nicht unbedingt immer sehr freundlich. Ich meine, klar, könnte jetzt auch dran sein, dass das Dach hier fehlt und es deswegen so hell wirkt. Aber auch so ist er zum Glück nicht so ekelhaft verwinkelt. Wieso wackel ich hier so? Ups. Das war unangenehm. Achso, hier geht's runter. Aber so wirklich was bringen tut der Dachboden nicht. Der ist hier, glaube ich, nur Deko. In der Küche kann man ja tatsächlich kochen. Wir haben gesehen, im Keller ist die Vorratskammer. Ich weiß nicht, wofür die anderen Schlafzimmer sind. Soweit ich weiß, kann man hier in dem Spiel auch heiraten. Aber ich glaube nicht, dass man Kinder kriegen kann.
Glaube ich nicht, weiß ich nicht. Deswegen keine Ahnung. Aber ich habe schon gesehen, als ich das letzte Mal gespielt habe, im Baumarkt kann man sich neue Einrichtungen holen, wenn man dann die Kohle hat. Und das werden wir natürlich auch tun dann. Aber erstmal würde ich sagen, fangen wir hier an zu überleben. Irgendwas hier am Haus fehlt noch. Irgendwas habe ich übersehen. Ah, lass mich bitte, ich möchte runter. Ah, oh, hallo. Darf ich bitte, ich möchte. Nein, lass mich. Ja, oh Gott sei Dank. Da gehe ich nie wieder rauf. Hier ist nichts mehr kaputt. War hier noch irgendwas? Nö. Hier ist auch alles heile. Ach, die Tür hier ist noch kaputt. Oh, schön weiß. Okay, aber irgendwas fehlt hier immer noch am Haus. Weil sonst hätten wir ja wieder diese Anzeige, dass wir das repariert haben und irgendwelche Sozialpunkte kriegen. Gut, gucke ich nochmal. Ist hier noch irgendwas? Nö. Hier ist auch nichts mehr, ne? Hier, die Treppe oder so vielleicht? Nee. Haben wir hier drin? Ja, da draußen ist die Rutsche, das gehört aber, glaube ich, nicht zum Haus. Nee. Auch nicht. Nanu? Warte mal, aber hier. Nee, hier ist auch alles. Hier ist auch alles repariert. Und in der Küche hatte ich doch auch alles repariert, oder? Ah, da ist der Übeltäter. Dann verputzen wir das nochmal. Immer noch nicht alles. Ach komm schon. Ich gucke noch mal draußen. Aber der Zaun gehört, soweit ich eigentlich weiß, nicht dazu. Und die Sachen hier eigentlich auch nicht. Also klar, ich kann es mal reparieren, weil will ich ja eh machen. Aber soweit ich weiß... Ja gut, aber wieso sollten wir hier einen Kinderspielplatz haben, wenn wir keine Kinder kriegen können? Das wird ja eigentlich keinen Sinn ergeben. Also hier ist eigentlich alles fertig. Oh nee. Komm ich denn da hin? Kann ich ein Gerüst hier hinstellen? Ah, ja, da. Gut. Wieso habe ich das denn von drin nicht gesehen? Konnte man das von drin überhaupt sehen? Ich weiß nicht. Ah, nicht hängen bleiben. Sehr schön. Zack, das kommt weg. Ja, wir haben unser Haus repariert. Und wir haben jetzt kurz vor drei. Opala, da bin ich hier an den Schreibtisch gestoßen. Es tut mir sehr leid. Hier kann ich nichts reparieren. Hm. Ja, den Holzzaun mache ich natürlich hier nochmal eben gerne fertig. Allgemein die ganzen Zäune hier auf dem Hof müssen ja auch gemacht werden. Aber da würde ich dann halt einfach neues Metall nehmen und nicht einfach nur reinigen, glaube ich. Das mache ich dann aber auch bei Zeiten. Jetzt mache ich erstmal hier den Holzzaun. Eins nach dem anderen, Freunde, sonst wird das nichts. So. Hier noch. Ich glaube, das zählt nicht mehr dazu, dass man den Hof komplett reparieren muss. Also zu dieser Quest. Da reicht es, wenn man die Gebäude repariert. Warte mal. Achso, ne, hier ist nur das. Also der Zaun.
der natürlich auch irgendwie so ein bisschen repariert oder schöner gemacht werden muss. Wir können ja mal hier, da wo es halt wirklich kaputt ist, reparieren und schön machen wir es dann später. Ich finde, das ist ein ganz guter Kompromiss. Dass wir wenigstens die Sachen heile haben und nicht hier rumlaufen wie bei Hempels unterm Sofa. Sagt man das so? Nee, sagt man nicht. Das ist vielleicht das falsche Sprichwort dafür. Aber egal. Oh, was ist das denn? Was kann ich hier? Ein Bienenstock. Ja, das klingt nett. Aber nicht jetzt, wo ich eh kaum noch Kohle habe. Hier ist alles heile. Mache ich tatsächlich nochmal eben den Zaun. Soll ich schon mal? Ja, komm, ich fange auch schon mal hier mit dem Kuhstall an. An sich haben wir ja jetzt schon die Mehrheit geschafft, also über die Hälfte. Was sind momentan so eure Lieblingsspiele? Was zockt ihr gerade so? Zockt ihr aktuell oder schaut ihr lieber Let's Plays? Oh, hier war doch irgendwas, ich habe es doch genau gesehen. Hallo. Da. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Vielleicht irgendwas, was ich von drin machen muss. Ja, hübsch ist anders. Aber es funktioniert also. Aber bis wir uns die ersten Kühe leisten können, dauert es eh noch ein bisschen. Ich habe im Internet auch aus Versehen tatsächlich, weil ich hatte nach was anderem gegoogelt und da habe ich aus Versehen einen Tipp gelesen, dass es wohl Sinn macht, sich, also wir haben ja hier diese zwei Felder da hinten und wenn man die halt verkauft hat, also die Ernte davon verkauft hat, dass es dann Sinn macht, tatsächlich sich noch ein anderes Feld zu holen, um damit halt noch mehr Geld zu machen. Also quasi von dem ersten Geld, was man bekommt, direkt neu investieren. Statt so wie ich Würstchen für den Dorfhund zu holen und so Zeug halt. Außerdem habe ich aber auch die Hälfte von meiner Ernte bei meinem ersten Versuch zu spielen versemmelt, weil ich ja noch eine andere Art von Getreide im Silo hatte und dann die neue Art von Getreide dazugekippt habe und dadurch habe ich die alte Art von Getreide halt zerstört. Kann ich von hier unten eigentlich alle Dächer reparieren? Sieht fast so aus, ne? Dann machen wir das doch. Schon mal. Zumindest bei denen, die halt repariert werden müssen. Aber das werden, so wie ich das Spiel kenne, alle sein. Ja, guckt mal, dann haben wir bis auf die Scheune ja schon alles repariert. Das ist doch mega. An einem Tag, Leute, wir haben es einfach drauf, ey. Krasser Typ, krasser Typ. Vielleicht ist es auch seine wunderbare Cappy, die ihm diese super Kräfte verleiht. Ist hier sonst alles repariert? Ja, ne? Ja, da sehe ich doch noch, das sieht nicht gut aus. So. Okay. Steht da einfach ein Zaun. Jo, hier noch. Hallo. Lass mir ran da. Ja, Leute. Das letzte Jahr war ganz schön verrückt, was so in der Welt abgegangen ist, ne? Also, es ist ja so viel passiert. Gutes wie auch Schlechtes, würde ich behaupten, aber überwiegend halt Schlechtes. Das hier auch noch, naja. Ja, nice, dann haben wir das hier auch schon fast. Muss ich von innen noch heile machen. Das sieht kaputt aus. Hat es schon gereicht? Ja. Okay, cool. Nein, ah.
Ja, gut, dann machen wir halt erst das. Das war zwar nicht mein Plan, aber okay. Flup. Das ist ja auch noch. Was hat er denn da überhaupt repariert? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nicht gesehen. Das hier auch. Ja, das auch. Guck ich mir das doch mal an. Ich sehe nicht, was er da repariert. Bin ich irgendwie blind? Wahrscheinlich, ne? Diese aufregende Musik dabei. Sie lässt mein Herz wild schlagen vor Anspannung. Ich hab's schon drauf. So, hier unten da ist noch kaputt. Oh, hier ist noch einiges kaputt, scheinbar. Ich mit meinem Handwerkerauge habe das natürlich auch ohne Hilfe gesehen. Und so, dann haben wir die untere Etage fertig. Müssen wir nur noch oben. Ah, da ist noch ein Stück Regal. Ein Stück Dach, was ich übersehen habe. Hier kommt noch ein Stück Regal. Und da ist noch. Zack. Nochmal. Boah, 27.000 Sozialpunkte. Doch schon. Scheiß drauf. Gib mir das lieber in Geld. Ey, was soll ich mit den Leuten hier? So. Uns fehlt hier tatsächlich nur noch die Scheune. Da mache ich das. Dann haben wir das nämlich hinter uns. Mega. Mega, mega. Dann verspreche ich euch auch, werde ich in Zukunft das meiste an so Bauarbeiten skippen. Denn, Spoiler Alert, es wird noch ein paar Mal vorkommen, dass wir für andere Leute halt Gebäude reparieren. Und dafür halt, ja, Dinge bekommen. Wir arbeiten halt für die. Komme ich da oben dran? Nein, natürlich nicht. Boah, hier ist aber echt einiges kaputt, hm? Türen sind heil, okay, aber hier das nicht. Uiuiuiuiui. Da hat die Zeit ganz schön dran genagt, war Freunde. Und die Tür auch. Flup. Und das. Und hier auch noch. Gleich haben wir es. Gleich haben wir unseren ganzen Hof repariert. Jo, das ist ganz schön viel kaputt. Huch, da kommt ein Anflug von Müdigkeit. Das ist ja was ganz Neues für mich. Und das hier auch noch. Die kleine Tür hier auch noch. Wie winzig die aussieht im Vergleich zu den riesen Toren hier. Okay, dann gucke ich mal drinnen. Was macht der hier, wenn ich das mache? Ich sehe das gar nicht. Ah, okay, jetzt sehe ich es. Die Balken. Bis die Balken sich biegen. So, das hier auch noch. Und dann halt das Dach noch und die da halt die Seitenwände, aber da komme ich nicht dran von hier. Ah, hier komme ich aber dran. Das ist doch schön. Ist hier, achso, ja, das auch noch. So, das hier auch noch. Ist ja echt alles kaputt einfach. Komme ich da, wenn ich da, komme ich da so. Aha. Kaschat. Das hier ist das Dach. Ich würde aber gern zu dieser Wand da kommen.
Weil dann muss ich da nicht extra irgendwie hochklettern. Ah, sehr schön. Cool. Schnell, bevor ich hier runterfall. Ach cool, das hat geklappt. Sehr nice. Kann ich da irgendwie tricksen? Nee, ne, da komme ich gar nicht dran. Na gut, dann gehe ich hier jetzt erstmal wieder raus. Und erstmal wieder auf das Dach. Trotz meiner Höhenangst tue ich hier alles für eine Zukunft auf dem Hof. Was ist denn das für eine Textur? Soll das ein Blatt sein? So, hier habe ich schon, uiuiui, einen Sturzgefahr. Oh, ist aber auch schön, sich das hier anzugucken. Nur unser Hof. Unser Hof. Nicht schön, aber praktisch. So, gleich haben wir unseren Hof repariert. Wahnsinn. Das hier noch. Pardon. Ach ja, und die eine Seite brauchen wir ja noch. Kann ich aber, glaube ich. Oh, ah, oh. Es gibt keinen Fallschaden. Ja, da komme ich so nicht dran, ne? Lass mich. Nope. Kann ich denn. Warte mal, wie war das? Ja, kann ich, Gott sei Dank. So. Aber dann haben wir unseren Hof, glaube ich, fertig. Krass. Mega nice. Scheune repariert. Aber haben wir jetzt nicht eigentlich. Hallo, kann ich das bitte wegmachen? Ich möchte. Ah! Dass das weg ist. Ach, jetzt. Moment, ich dachte, wir hätten jetzt alles hier repariert. Was fehlt denn noch? Ach, unser Silo. Ne. Dafür hole ich mir aber wieder gutes Metall. Ein bisschen Anspruch habe ich ja dann doch an mich. Unseren Hof. So. Sehr schön. Dann haben wir es aber wirklich hier geschafft. Oh, ich finde, das ist einfach so eine befriedigende Arbeit, wenn man das hier einfach alles so hübsch macht. Ach, guck mal, oben ist schon gutes Metall. Okay. Ah, okay, cool. Ja, jetzt haben wir es repariert, weil wir machen es natürlich hier nochmal eben hübsch zu Ende. Yes, wir haben alles repariert. Sehr schön. Ich werde schon wieder hungrig sein. Wie viel frisst der denn? Ich glaube, ich habe da noch ein bisschen Heu im Kuhstall gesehen. Da kann er sich ja dran bedienen. Okay. Kann ich hier ein Gerüst hinstellen? Ja, kann ich. Mal eben gucken, ob vielleicht oben drauf noch was ist. Ich meine mich nämlich daran zu erinnern, dass da eigentlich auch noch was war. Aha. Meine Erinnerung hat mich nicht getrügt. Dann mache ich das auch noch eben fertig. So. Huch, da komme ich ja gar nicht durch. Perfekt, dann ist das hier auch neu. Und dann gehe ich hier mal runter, mache das weg. Und würde mich aus der Aufnahme jetzt hier erstmal tatsächlich verabschieden. Ich glaube, das sind hier jetzt zwei Folgen gewesen oder so zur Einführung. Vielleicht habe ich es auch als eine große gelassen, wahrscheinlich eher nicht. Ja, das war's. Wir haben unseren Hof repariert. In der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahme geht es dann damit weiter, dass wir mal gucken, was unser Oliver für Hilfe braucht, damit wir einen Traktor bekommen und mit unserer Farmarbeit loslegen können. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Let's Play bis hierhin gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, tschüss!